Revelio. In einer Flugstunde ist ein Junge. Revelio. Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Du hast mich gerufen, Gareth? Ja. Nachdem du mir schon mit der Fupa-Feder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Wispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Du und deine Elixiere. Wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Wispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es einen Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest einen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Natürlich. Man weiß nie, wann man einen guten Fluchtweg aus dem Schloss brauchen könnte. Toll, danke. Aber du solltest wissen, dass es nicht gerade schnell geht. Er ist vor allem geheim. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Willst du etwa, dass ich sie stehle? Meine Güte, ich verlange ja nicht, dass du Gringotts ausraubst. Der Honigtopf hat ja mehr als genug davon. Die braucht man für Süßigkeiten. Die vermisst doch niemand. Kann nicht jemand die Billywick-Stacheln für dich kaufen? Die kann man nicht kaufen und der Keller kann jederzeit verschlossen werden. Der beste Weg hinein und hinaus ist also der Geheimgang. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als Erster mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amid mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Zügel lockert. Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth besorgen, damit er sein Gebräu fertigstellen kann. Eine einäugige Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein. Revelio.
Revelio. Scheint die richtige Statue zu sein. Was war das Passwort? Revelio. Descendium. Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Lumos. Revelio. Lumos. Ein Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Hier. Descendo. Ich muss den Aufzug reparieren, um ihn benutzen zu können. Impulso. Repar. Das scheint gewirkt zu haben. Lumos. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Revelio. Incendio. Ich sitze in der Falle. Komm nicht hier raus. Incendio.
Revelio. Ich muss irgendwie daran vorbeikommen. Arresto Momentum. Levioso. Revelio. Reparo. Levioso. Incendio. Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Revelio. Levioso. Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Impulso. Incendio. Levioso. Das hat geklappt. Accio. Revelio. Hier muss der Ausgang sein. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Levioso! Vingadium Leviosa! Levioso! Levioso! Impulso! Levioso! Impulso! Incendio. Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Revelio. Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Wo finde ich die getrockneten Billywig-Stacheln für Gareth?
Gut. Ich hab die Billywig-Stachel. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird. Revelio! Lumos! Hallo nochmal. Warst du schon beim Honigtopf? Hallo, Gareth. Ich habe die Billywig-Stachel. Du hast sie. Fantastisch. Gerne doch. Hier hast du sie. Genial. Kann's kaum erwarten. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisbier fertig ist.
Ist das Schloss niederbrennen? Haben die Schüler Grund zum Flennen? Lumos! Rebellion. Lumos. Rebellion. Lumos. Alohomora. Du gehörst mir, Demigeist. Rebellion. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Rebellion. Alohomora. Rebellion.
Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Kryptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Kryptorium könnte die Antwort sein. Ominous hat recht. Sich mit den dunklen Künsten abzugeben, ist gefährlich. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich verstehe. Du musst es mir nicht sagen, wenn du nicht willst. An deiner Stelle würde ich Details wissen wollen. Es interessiert mich durchaus. Und du kannst mir auf jeden Fall vertrauen, wenn du etwas erzählen willst. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Was bewirkt der Cruciatus-Fluch? Er ist bekannt als Folterfluch, Crucio. Er fügt dem Opfer heftige, unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Wie entsetzlich. Armer Ominous. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Rebellion.